Boom, Ziel erledigt. Man kann die Tür auch von Weitem aufmachen. Von den Geißeln. Von der Verstärkung. Also man muss einfach nur das Schloss kaputt schießen. Von Weitem. Granate, ja. Kurz ausgewichen. Aber wir spielen es gerade nicht so. Aber die Scharfschützenwaffe, warum ist die so blöd? Ich hol uns mal Verstärkung. Das ist ein zweiter Tango. Sie beruhigen sich. Die denken, nice. Wir sind weg. Er ist getroffen. Oh, nein. Er müsste jetzt runter. Abschuss bestätigt. Sauber hier drüben. Rotzige Kiste. Und da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Warte, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl Judys und Politos Schlitten. Das ist selbst mit Kondomen eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Nabucoprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromflecken. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher. Warst du da? Du willst unbedingt so eine Karre. Der Wagen wird weg, das kommst du mit. Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Liegst du. Achso, das Auto. Ah. Und die Dinger einnehmen? Wo? Ja, einnehmen. Nee, die grünen meine ich. Kann man nichts mehr einnehmen. Achso. Bündelst du die grünen Punkte? Das eine hast du schon gemacht, anscheinend. Ich hier nichts mehr. Ja, war doch irgendwas grün noch. Da kommt nicht so gut. ¿Qué estás esperando? Bis bald. Hola, hermano. Mi nombre es Rodolfo Jack. Viele Verbrecher. Er verliert auch wie jeder Weltmeister. Einige Vertrauten haben mir eure Sorgen bezüglich des Kartetts. Sorgen, die viele von euch teilen. Ich respektiere die Erdmutter Nuestra Pachamama, genau wie ihr, mein ganzes Leben. Das sind doch Paket, ne? Respekt, Mann, aber einfach weiter. Und lehre ihn auf meinen Enkel. Ich guck's erstmal vor. Pachamama, ich hätte echt. Dass unser Land mit Santa Blanca. Oh, ups. Das ist nicht die Sekretärin, die sich realisiert, die Gringos und die CIA uns aufzeigen. Nee, ich hätte einfach während des Fahrens hier Granatenwerfer. Wenn lateinamerikanische Organisation glaubt, wie. Ach, das ist doch richtig in die Luft, die Angst. Das ist natürlich. Oh, ein Ding. Die Möglichkeit. Verwaltung einen Weg finden können, dass die Menschen von der Madre Sierra profitieren. Santa Blanca ist der Partner Bolivien und kümmert sich um unser Land. Hier liegt die Zukunft Boliviens, Companeros. Das ist das Erbe, das wir den nächsten Generationen hinterlassen. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten.
Oder hier müsste man Aufrüstung gucken und dann hier irgendwie Gewehr. Aber keine weiteres Upgrade, glaube ich, für die Waffe. Ja, wir hatten doch eigentlich viel Pissers. Komisch. Sniper, was du vorhin eingesammelt hattest, das hatte sein eigenes Visier drauf und das konntest du aber nicht mitnehmen. So. Wir haben jetzt noch zwei Waffen-Upgrades auf der Map. Wir könnten höchstens mal gucken, ob eines der beiden Waffen-Upgrades halt ein Visier noch wäre. Ja. Da müsste mal gucken. Schnellreisen. Wie Schnellreisen? Schnellreise. Skyrim. Bist du jetzt da einfach? Okay. Bah. Hier bin ich ja. Ja. Nee, schau mal, wo ich jetzt bin. Du bist da. Wo bist du? Da ist unser nächstes Ziel. Aber, nee, wir können auch weiter nach Norden, um die beiden Waffen-Upgrades zu holen. Ja, dann wollen wir jetzt die beiden Waffen-Upgrades holen? Jo. Dann nach ganz Norden, zum Schnellreisepunkt. Mhm. Dinge gibt's ja. Müssen wir die alte Schüssel nehmen, ja? Da. Was nehmen wir? Ja, eine Schüssel. Oder halt, oder zwei Mopeds. Nein, dann zwei Mopeds. Ich fahr das Motorrad. Das Motorrad. Wow. Das ist schon hier nett. Hat zwar null Panzer rum, ne, aber... Guck mal, bin ich... Ne, wir müssen den Berg hoch. Ich glaub, also die Straße weiterfahren. Ja, theoretisch könnte man ja schon ein bisschen so aufbauen. Okay. Wissen wir nicht. Ob man da überhaupt so langkommt, halt, ne? Aber da hätte man jetzt eigentlich... Willst du da reinrasen? Nö. Ach hier, ne? Stimmt ja. Oh. Sorry, Auto. Moped ist schon cool. Zweites Ziel da drüben. Ziel Nummer 3. Ziel Nummer 5. Wie viele Ziele, ne? Oh, eine Menge. Eine Menge. Wir haben sogar ein Scharfschützengewehr. Da oben irgendwo. Hm. Halt, die werden dich sehen. Tango getroffen. Tango neutralisiert. Hm. Evet. Oh, du hast. Warum gehe ich da auch neben dir? Warum neben dir? Plötzlich kommen die Schüsse auf mich. Zielt. Geh mal hier über den Berg. Pueblo de Bolivia.
Der Tango ist hell. Wir bekommen Unterstützung von den Rebellen. Also die Scharfschützenwaffe, die hat aber so ganz viel Bums, ne? Nicht schlecht. Tango echt getroffen. Viel Bums. Könnte wie Sniper Elite hieß das ja das Spiel, ne? Sehen wir gut. Aber das ist ja. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Hier. Feind getötet. Einfach durch den Busch. Das sind ganz, ganz so. Verkehrt in der Richtung. Okay, das, das Waffe-Upgrade war ein Handgriff. Hm. Ach, du bist schon Upgrade. Ja. Ein Handgriff. Ziel eliminiert. Ich sehe eine Waffenkiste. Das war nett. Ein vertikaler Handgriff. Hm. Schauen wir mal, ob es hier noch was Schickes gibt. Der eine bei der Kirche, da war der Scharfschützen-Typ. Den habe ich gerade erledigt. Oh. Weiter. Also ich glaube es jedenfalls, dass der bei der Kirche hier war. Ja, ich habe oben auf dem Turm einen Sniper erledigt. Mhm. Ist halt die Frage, ob man nach oben kommt. Oder ihr... Hoch. Ja, hier liegt's. Ja, das sieht nach einer besseren Visier aus. Was ist die? Oh, Charlie ausrüsten. Ja. Die ist nice. Guck, die passt auch zu meinen Anti-Sachen. Weißt du, deswegen? Hast du aber auch ein Ziel markiert? So, jetzt noch das letzte Upgrade. Ist 2,5 Kilometer, aber... Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Ah, ne? Ah. Oh, der Arm. Links Arm. Bacon. Bacon. Ich weiß noch, als ich ein kleiner Junge war. Solo Morito. Die Autodefensas fingen einen Sicario in meinem Viertel. Der Mann wurde Pelon genannt und war bekannt in der Stadt. Ich hatte meine Abuelita zur Kirche begleitet und als sie niederkniete, meine Kerze für... Aber wir schauen, dass wir jetzt den ganzen Weg zurückfahren da könnten. Wir holen schnell, schnapp uns unterwegs einen Helikopter. Pelon, ja, aber ist doch eigentlich... Die Zielpunkte, die du gewählt hast, das ist eigentlich genau... Vorsicht! Tango getroffen! Da war sie tot! Ich hab gerade auf die Karte geguckt, das ist so Vorsicht! Da kommt gerade einer, glaube ich. Ein Drecksack weniger. Ist wieder so eine Kirche? Oder die, wo wir schon drin waren? Ja, die waren wir vorhin schon mal. Ah, ne? Das hier waren wir schon.
Ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Oder auf dem Berg direkt. Wollte ich auch gleich machen, da oben, wo es zu Ende ist hier. Da ist das Hotel. Oder auf dem Haus. Obwohl, das ist nichts Hohes da, glaube ich. Das ist doch perfekt, ja. Ne? Hast du Scharfschutz ausgelassen? Easy peasy. Immer noch ein bisschen weiter runter. Nervt der. Hey, wir haben einen Narko neben der Kippe. Hast du jetzt aber ohne einen Gegner markiert, ne? Nee, das sollte ich, wollte ich eigentlich nicht markieren. Ich wollte eigentlich das da markieren. Hm. Oh, da steht es da. Pensator Sturm, Sturmgewehr Upgrade ist das. Cool. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Aber die Gegner, die beschützen nicht mehr die, das Upgrade, sondern die was anderes. Ich hab noch einen Tango. Ziel Nummer 2 da. Und wir denken halt auf das Dach. Hier ist deine Waffenkiste. Wenn, dann gehen wir halt auf das Dach, hoch ist hoch hier. Hä, da fehlt die Fertigkeitsstufe vorhin. Das auf jeden Fall. Passt gut zu meinen Stiefeln. Kompensator. Ach, ne, Mündung, Ich würde mal den Message lesen. Also können die deinen am besten einsetzen. Was hältst du vom Spiel? Ja, jetzt macht's auf jeden Fall Spaß. Und halt, wenn man wirklich dann noch mal mit einer richtigen Vierergruppe unterwegs ist. Ja. Oder auch mit Scharfschütze oder sowas. Oh, hab ich auch mal gut verfehlt, den Typ da hinten. Na ja, toll. Meine Güte. Ob die Gegend verstärken. Hab ich was ausgelöst? Abschuss. Das ist echt ganz nett, das Spiel. Wow.
Oh, wo kommt der Gegner auf die Meier? Tango getroffen. Voilà. Oh. Das war der Helikopter. Scheiße, den wollte ich doch noch benutzen. Ziel erledigt. So, müsste eigentlich alle. Oh, da unten ist einer. Oh, wo greift der an? Ah! Ich sehe nicht. Da unten. Stopp! Ich komme aus den Löchern, habe ich das Gefühl. Da ist irgendwo einer. Jetzt nicht mehr? Er ist getroffen. Weil wie weit du schon wieder gelaufen bist, ne? Ich bin immer noch hier oben. Hier geht's runter. Oh fuck. Oh. Sauber. Seid ihr okay? Ich glaube, da haben wir hier. Nein, ah, nee, da sind noch. Bisschen Fangene. Action gemacht, ne? Mach hier aus deinem Hubschrauber. Ich hab ihn gesehen. Hab ihn entdeckt, den Hubschrauber. Ich denke, man kann die Stadt hier noch ein bisschen looten. Was inne? So, irgendwo was eigentlich, angeblich. Ich sehe das einfach nur nicht. Kidding me. Was ist los? Hier ist doch ein grüner Punkt und ich sehe den nicht. Nervig. Hier unten. Unten? Ich war da unten. Hier. Wo ich stehe jetzt. Da. Decke. Ganz wir versteckt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Sehr verrückt hier. Weil es nicht alles ausgeschaltet hier. Da fliegt Loop vorbei. Ah, hier ist noch ein Dokument. Jupp, da ist ein Dokument. Hast du das letzte Mal mit deiner Familie gesprochen? Kurz bevor wir nach Bolivien aufgebrochen sind, und du? Ich hab's versucht, ging aber keiner dran. Waren sicher beim... Wie lange hängt der Typ schon da? Schon noch sehr. Oje, Juli. Ändert aber nichts. Die Scheidung läuft. Die verdeckten Einsätze müssen die schlimmsten sein. Kannst keinem sagen, wo du hingehst oder wann du zurückkommst. Heute bist du noch da und morgen weg. Keine Ahnung, wie die das machen. Um ehrlich zu sein, sieh dir den Ständer an. Ja, aber ich sagte doch, das ist zu eng. Was eine Latte. Ich zieh ihm die Hose aus. Die hat auch das Bankkonto geleert. Ich weiß. Wenn ich zu Hause bin, zählt für mich jeder Moment. Ich gebe ihnen alles, was ich habe. Und hoffe, es ist genug. Jetzt versteht ihr Motherfucker, warum ich immer noch Single bin. Was ist das? Der ist schon irgendwie, ja. Haare gezogen hat. Hilfst du mir nun endlich, ihn runterzuschneiden? Oder? Als hätte einer eine Banane geschält und den Butter gerollt und dann, ups, beim Friseur fallen gelassen. Julie, hör auf damit. Oh, jetzt wird er schlaff. Ich hab irgendwie so ein Ding mit aktiviert. Ich bin nervös. Was aktiviert? Das ist eine Aufzeichnung. Du da auch. Das ist auch das, was wir gerade eingesammelt haben. Ja. Bleibt ganz schön makaber. Hä, wie bist du denn hier hochgekommen? Ja, ich hol dich ab. Hubschrauber, meinst du?
Nee. Sieht schon sehr, sehr nett aus, ja. Effekte für die Zuschauer. Oder kannst du so ganz knapp über dem Boden schweben? Das mal. Geht das überhaupt? Ich bin über dem Boden gerade. Ah. Cool. So. Könntest du nur einsteigen? Nett. Jetzt ist es 16:30. Hm. Ach, 16:30. Ach du Scheiße. Übel. Egal, dann machen wir das hier noch. Okay. Doch gerade. Also man sieht die Effekte schon nicht so von Weiden. Ne? Ich hab gerade hier Granatenwerfer reingeschossen. Ach so. Und nix. Nicht mal eine Explosion gehört eigentlich. Sind immer noch viele Rebellen unterwegs. Itakua blieb von den früheren Kämpfen verschont. La Plaga sitzt ihnen im Nacken. Dicht. Die Rebellen haben sich ziemlich gut verschanzt. Wir könnten ihnen die Chance. Diese Straße, diese Schlängelstraße. Serpentinen. Ach. Verteidigen muss man den Center. Ja, das gab's ja irgendwie noch nicht so, ne? Also, dass man irgendwas verteidigen. Man muss immer nur angreifen. Aber so, Gegner kommen dann aber nicht neue irgendwie so, ne? Das ist halt. Das. Schauen wir gleich mal. Ich werde bei der Kirche landen. Direkt auf dem Dach. Ja, ich versuch's daneben. Ah, eng werden. Dach natürlich. Okay, dann halt auf dem Dach. Aber der kommt doch nie wieder hoch auf das Dach. Das ist natürlich ein Einwand. Und aufpassen wegen die Rotorblätter, ne? Du weißt, was letztes Mal passiert ist. Oder spring mal ab, mal gucken, wie das geht hier so. Wie kann das? Oder. So, Sitz passt, wackelt und hat Luft. Das will ich nicht. Kommt man nicht hoch. Schade. So. Akira im Tango, Zivilist in der Nähe. Eingraben. Das Kartell greift hier massiv an, sobald die Übertragung beginnt. Aha. Ah, das ist dann doch irgendwas mit schon ein bisschen mehr verteidigen und so. So, wo sollen wir es aktivieren? Wir wissen ja gar nicht, von welcher Seite, ne? Willst du nach oben wieder zur Kirche gehen und dann oben aus snipern und ich bleib hier unten? Ja. War mir gerade eine Idee, im Hinterkopf irgendwo hinzulegen, wenn man den. Auf der Kirche kommt man nicht, ne? Oder irgendwie so nee. Auf dem Dach. Sei denn, soll ich dich mit dem Helikopter kurz hoch? Dann packe ich ihn wieder unten. Nicht. Ich gibt's irgendwo. Ja, ist zu weit weg. Ah. Oder ja, komm. Ich muss mal kurz hochgedönsen. Fast setzt. Wackelt hat Luft. So,
Wunderschöne Aussicht von hier oben. Hm? Wunderschöne Aussicht. Von den ganzen Straßen. Aber echt die Frage, von wo der denn kommt, ne? Werden wir gleich sehen. Wurde gerade ein Auto. Nett. Easy. Hast du eine komplette... was ist bei dir da oben noch? Ja, hä? Hab mir gerade eigentlich umgeliedet. Der ist weg, ne? Sauber hier drüben. Ja, hier ist sauber. Was ich bekomme. So mies. Scheiße, ich darf keinen Zivilist mehr töten. Boah. Fuck. In Deckung, Idiot! In der Stadt mit Granaten zu werfen ist nicht gut. Sorry. Na, schade. Nee, ich bin auch gerade irgendwie so. Nebenseiteinsatz abgeschlossen, Leute. Was? Ja, dann sterben wir. Nee, ich lebe ja nicht mehr, deswegen. Was? Warum lebst du nicht mehr? Der hat mich da so böse angeschossen von unten. Na toll. Ich hab so eine gute Sniper. Naja, ich meine, ich bin total offen hier. Das ist halt das Problem gewesen. Ja, und Computer sind manchmal die besseren Sniper. Hm. Was? Mörser? Was? Wie? Wo? Abgeschlossen? Ja, es war eigentlich abgeschlossen, aber... Wählen Sie einen Kameraden, bei dem Sie abgesetzt werden möchten. Okay, weil die sind da. Jupp. Compadre, ich hab da vielleicht jemanden, der Informationen über Yuri Hippolyto hat. Ich höre dir zu. Einer meiner Leutnants konnte Ihnen entkommen. Ja, er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von Ihnen. Sind wir jetzt eigentlich... Hat Santa Blanca das gesamte Dorf verletzt? Sind wir gestorben eigentlich? Warum? Mein Leutnant lebt noch. Keine Ahnung. Vermutlich, um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Ist noch ein Dokument. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Nö, Gefangene? Bedönsen? Gemacht, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution! Gern geschehen. Und was hast du über Giulio Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken.
Weil zum Beispiel die Straße hier, die Ene, der habe ich dort oben 0-1 gehabt. Hier spricht Bankadari. Nach euren Siegen schöpfen meine Männer neue Hoffnung. Gute Moral stärkt den Soldaten. So gut. Ja, Hoffnung lässt Männer kämpfen. Aber wir brauchen mehr als nur Stimmung für den Erfolg. Keine Sorge, Pak. Hey, die ist aber nicht mehr ganz... gerade erst los. Ganz... Moment, Ende. Drang er nicht auf, das ist ja noch in Ordnung. Ja, der hat nur ein paar Kratzer an der Scheibe, ne? Du kannst doch durchschauen, ne? Ja, bei mir hat er übelst die kleinen Mini-Kratzer. Tausende. Ja, ja, bei mir. Zehn Zuschauer gerade. Jutta? 10 Zuschauer. Ihr beide? Ja, ja. War immer mal unterschiedlich. Mal 5, 8. Kriegen wir zumindest ein bisschen Action eventuell geliefert. Waren wir da nicht eben erst? Wir landen unter uns auf dem Feld. Stimmt, da haben wir doch gerade erst. Ja. Da haben wir uns die Sniper geholt, die wir jetzt haben. Ja. Oder wenn, hatten. Wenn ich sie noch hab. Das weiß ich gar nicht. Stimmt. Laut Bowman hat die Beauty Queen einen Wohltätigkeitsverein. Eine echte Philanthropin. Klar. Geldwäsche? Schlimmer. Eine Art Studentenaustauschprogramm. Sie nimmt bolivianische Teenager und schickt sie in die USA oder nach Europa. Aber zum Eiffelturm schaffen sie es vermutlich nicht. Drogenschmuggler. Und wenn sie sich weigern? Santa Blanca hält ihre Familien hier wohl als Geiseln fest. Sind von den Teenagern je welche entkommen? Das ist immer noch... Soweit ich weiß, nur einer. Geht, weil wir das vorhin geklärt Danach haben. Danach hat Nidia Flores seine Eltern und Geschwister zu El Pozolero geschickt. Pozolero? Der Eintopfmacher. Er steckt Menschen in 200 Liter Fässer mit Wasser und Natronlauge. Eintopfmacher? Euren Gringos, helft mir hier wegzukommen. Kannst du zu dir ansprechen? Jo. Alles gut, Hermano? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, Ihre Folterknechte. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Ist schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Okay. Nomad, wir wissen endlich, wo Juri und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten, wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Erde. Und zwar so, dass es weh tut. Nett. Ich würde sagen, ich lande hier und dann suchen wir wieder Stealthy durchzugehen. Joa. Mal schauen hier. Wie viel Wald? So, jetzt haben wir diesen Dingsy. Einfach in die Jagd zu drängen. Müsste gibt's ja bestimmt auch viele Gegner. Warte. Was sehe ich da? Das scheint ein Zielist zu sein. Abkürzung vielleicht.
im Wald. Da, wo das Auto steht, ist die Jagdhütte wahrscheinlich. Da steht... Ah. Unten. Hütte. Aber eine Bewachung oder dergleichen. Vielleicht kommt das dann später erst. Zu so einer Art. Hinter der Hütte ist noch was zum Mitnehmen. Hm. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Boah. Kommt bestimmt da irgendwie so Überraschung. Jetzt treiben sich Gegner rum. Ja. Überraschungsmäßig kommen da Gegner. Wahrscheinlich. Doch, hier, hier wird mir was angezeigt, dass sie, glaube ich, Gegner sein sollen. Ja. Hinter und über dem Berg, glaube ich. Also, auf, ja, ich gucke gerade. Ich bin mit der Drohne über dem Berg, aber noch nichts zu sehen. Oder ist das im Haus? Das ist so. Nee, nee, oben hier. Auf dem Berg sind die wahrscheinlich. Ja, die Gegner ja, aber hier kann man noch irgendwas mitnehmen. Hm, ich habe aber nichts entdeckt. So, ich glaube, du kannst die Tür eintreten. Ich trete schon mal die Tür ein. Und? Oder nicht, Schloss knacken, so rum. Schon bist das Schloss knacken. Ja, Stealthy. Achtet auf Ecken und Eingänge. Ecken und Eingänge achten. Hier. Keller. Keller. Ah ja, und hier ist es neu zum Mitnehmen. Das hätte auch keiner gedacht, dass es unterirdisch dann hier so abgeht. Wo geht es ab? Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild. Was? Völlig verschwommen. Bis ich mich endlich mal das Maschinengewehr. Genau auf die Eingang, jetzt nicht dort, wo wir lang müssen. Er hätte versucht, dich zu belehren. Amor, du bist so eifersüchtig. Und jeder Finger, den ich brach, war eine Bestrafung der Sünden, die diese Hände gegen dich begangen hätten. Gordo, gleich muss ich weinen. Ich muss etwas gestehen. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Wirklich alles. Vorhin, als du ihm Wasser eingeflößt hast und ich ihm mit dem Viehtreiber Elektroschocks gegeben habe. Aber, Mirina, das war wie aus dem Lehrbuch. Halt den Mund. Als dieser Mann sich eingeschissen hat, wegen all der Schmerzen, die wir ihm zugefügt haben, all dem Leid, fast schon Christus gleich. Er lag da und wimmerte. Ich hatte fast Mitleid mit ihm. Ich wollte mich um ihn kümmern, meine Arme um ihn legen. Traumfrau. Und seine Tränen wegwischen. Juni, sieh mich an. Was versuchst du mir zu sagen? Amor, ich will ein Kind von dir. Okay. Hm. Die wollen wir doch beide gleich erlösen, oder? Aber wir sollen die festnehmen und nicht töten. Achso. Hm. Ja, hast du das Maschinengewehr gesehen? Ja. Was für eine Waffe habe ich jetzt auf der 2 eigentlich? Ah doch, ich habe noch den Sniper. Aber ich glaube, sobald wir auf den Knopf drücken, geht's ab. Der Tango ist hin. Ich
Soll ich dich doch töten? Was soll der Scheiß in Deckung? Weiß nicht. Bist du auch, Alter? Ja, das Maschinengewehr, das hat... Ja, aber warum bist du so weit vorgerannt? Verdammt. Ja, ich dachte, die Dinger, die haben schon ein bisschen so Deckung oder so, ne? Aber... Nicht so richtig. Ich hab gedacht, ich hätte... Wie gedacht? Wer hätte das gedacht? Was? Was war? Schau mal, wo ich bin. Schon, boah. Warte mal, du bist direkt da, oder? Boah, du halb. Na, ich kann mich zu dir teleportieren. Aber jetzt müssen wir eigentlich... Weil die Musik so losgeht, obwohl mir ja schon, ne? Also müssen wir die jetzt killen oder nicht? Na doch, tötet sie ja Darujura und El Gadönda, okay. Ja. Gut, ja, wir eigentlich mit Granaten werfen und schießen können. Boah. So, bereit? Na, warte mal. Redenwerfer ist einsatzbereit. Redenwerfer? Ja. Granatenwerfer. Ein Drecksack weniger. Boah. Ups. Mich selber sollte ich nicht abschießen. Ja, ich muss gerade erholen. Nett. Wenn ihr auch seid, ich werde euch langsam verbluten lassen. Noch tiefer. Jupp. Ob der lebt nicht mehr. Juri ist tot. Oh fuck. Der Typ ist noch am Leben. Polito ist tot. Juri und Polito nicht. Sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Klar. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bogen Ende. Okay. Das ist übel. Hier verfügbar. Besondere Belohnung. Zwei neue Waffen, AK. AK und was AK 47? Ihr und sein AK 44, okay. Aha, hä? Okay. Und irgendwie zu 10 Fähigkeitsstufen? Dinger? Halt mal M gedrückt. Also, geh mal zurück in den Bildschirm und dann M gedrückt halten. M gedrückt halten? Ah. Nice. Unsere Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? Nein, Jefe. Er ist mein Bruder, Svenjo. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand, nur zu gut. Er hängte sich rein.
Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Toten von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte. Hm. Okay. 12 Fähigkeitspunkte habe ich jetzt. Wie viel? 12. Ich hab 10. Ich hab 10. Ist eigentlich alles so blöd. Spar ich ein bisschen. Ich weiß, dass Juri und Polito pervers sind und dass wir Sandoval rächen. Aber machen wir es sauber und ordentlich. Rache ist nie sauber und ordentlich. Was sagt man über Rache als eine Speise? Na, dass sie kalt serviert wird. Okay, lasst es einfach nicht ausarten. So schwachen Sachen kann man einfach durchschießen. Oh Gott. Und da werden Augen entfernt. Ja. An den Bildern. Hier an der Wand. Ja. Das rechte kleinere Bild. So, ich habe hier eine Grafik runtergestellt, deshalb sind die Bilder bei mir nicht so gut zu sehen. Achso. So. Haben wir die Beta jetzt durchgespielt? Aber haben noch nicht, eigentlich noch nicht alle Ziele. Wohl doch 6 von 6 Einsätze. Ja, ist jetzt, glaube ich, fertig. Man kann auch, obwohl man kann ja noch mehrere Fähigkeitspunkte sammeln, ne? Aber jetzt aber nicht mehr. Warte mal, nee, das Gebiet hat sich erweitert, glaube ich. Wollen wir weiter raus? Da geht's. Auf der linken Seite? Ja. Weil das Gebiet scheint jetzt frei zu sein. Genau, da gibt's noch mehr. Ja, die können wir ja einen anderen Tag machen. So ein neues Gebiet. Also quasi das Gebiet haben wir fertig, aber das sind immer noch ein paar Fähigkeitspunkte zu holen. Bei mir jedenfalls. Ein Fähigkeitspunkt. Das sind noch ungefähr 1. 4 Stück habe ich gezählt. 2, 3, 4, ne? Auf 4 Stück, genau. Kannst du aber mal deine Markierung von der Karte wegnehmen, die stört. Was ist mit dir? Offiziell? Ach was. Und inoffiziell? Zweimal. Aber nur aus Neugier. Moment. Zweimal, um rauszufinden, wie es ist. Ja, Mann. Das erste Mal war ich zu fertig, um was zu merken. Also zählt das nicht. Ich hätte so gedacht, dass der jetzt mehr, weniger, dass das da nur in diesem ersten Bereich oder so.
Haben wir da noch die Fähigkeitspunkte, oder? Ja. Ja. Und die Schwierigkeitsgrad von dem nächsten Gebiet, also wo wir als nächstes hinkommen, ist wesentlich schwerer als das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Echt? Müsste eigentlich schon anbieten, da dann bis dahin da irgendwie bessere Scharfschützengewehre so Visier halt so. Ja, unten mitten auf der Straße? Ja, an der rechten Seite. Die Frage, ob man über den See, ne, aussteigt und ob man da Schaden kriegt. Warum? Über den Fluss quasi, ne? Wenn man im Fluss dann landet. Solange man solange der tief genug ist, ob man schwimmen kann. Boah. Aber ich meine so. Das ist ein zweiter Tango. Ach, da oben ist einer. Sich da im Haus ist, glaube ich, auch irgendwas drin, ne? Da ist einer drin. Da ist einer. Irgendwas wird hier noch auf der Karte angezeigt. Ja. Irgendwas ist hier noch. Oh. Hä, wie schnell ist er denn rausgerannt? Hey, durch die Wand ist er gebracht. Durch die Wand? Da ist er einfach durch die Wand gelaufen. Wand gelaufen? Ja. Ich dachte, hä, wo kann er da so schnell draußen sein? Hat mich etwas irritiert. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Ja, cool, wenn das Ding Gebäude einstürzen würde. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalker. Kackstein. Soll ich meinen nächsten Na, ungefähr markiert. Für mich zumindest. So. Ja, du hast ja das Fragezeichen markiert. Deswegen ist es nicht blau. Und das? Feuerwehr? Ah, oh, Feuerwerk anscheinend. Oder Markierung Flugzeug. Da angreifen. Immer übel fett. Okay. Lager? Aber jetzt sind doch unsere Verbündeten. Uns deshalb ein Leuchtsignal gegeben. Ja, stimmt. Das ist, denke ich, was. Oh. Aber noch nicht. Getroffen.